So, wir machen heute einen Auflauf und als erstes brauchen wir mal Wasser für die Kartoffeln. Das habe ich jetzt mal aufgesetzt und dann nähere ich mich meiner Gemüsetüte. Die Kartoffeln habe ich einzeln gekauft, die gilt jetzt erstmal zu waschen. Karotte muss geschält werden, Zwiebeln, Knoblauch und so weiter. Viel Arbeit und ja, mal gucken, wie es wird. Das waren, glaube ich, um die 300 Gramm Kartoffeln. Außerdem haben wir eine Möhre benutzt. Außerdem glaube ich, haben wir eine Zwiebel verarbeitet. Die Kartoffeln werden zunächst in der Schale, ich sag mal so 35 bis 40 Minuten durchgekocht. Dann 2 bis 3 Knoblauchzehen klein schneiden, sehr fein schneiden. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel wir benutzt haben. Ihr könnt das auch so ein bisschen nach Geschmack einfach machen. So, wir haben ja Weißkohl, den es jetzt klein zu schneiden gilt. Das waren um die 700 Gramm, haben wir komplett verarbeitet. Ansonsten haben wir hier schon mal Zwiebeln und Knoblauch vorbereitet. Die Kartoffeln köcheln vor sich hin. Das dauert jetzt eine Weile. Weißkohl schneiden ist auch eine Wissenschaft für sich, eigentlich nicht so schwer, aber ihr könnt übrigens auch Spitzkohl nehmen. Das stand auch so im Rezept. In meinem Fall gab es keinen Spitzkohl. Und wir beschleunigen das Ganze wieder ein bisschen, damit es euch hoffentlich nicht langweilig wird. So, der Kohl und die Karotten werden jetzt blanchiert. 2 Minuten oder etwas länger in köchelndem Wasser. Das köchelt leider noch nicht. Die Kartoffeln sind bald fertig. Kohl und Möhren sind abgeschreckt. Zwiebeln und Knoblauch sind vorbereitet. Hier ist die Pfanne. Da wird gleich das Hackfleisch angebraten. Die Kartoffeln dürften auch bald fertig sein. Um die muss ich mich gleich kümmern. Als erstes fetten wir mal hier die Auflaufform ein. Mit diesem Olivenöl, was wir gerade da haben. Wir erhitzen uns jetzt einen Esslöffel Butterschmalz in der Pfanne und braten darin das Hackfleisch, die Zwiebeln und den Knoblauch an. Hier für Notfälle habe ich mir noch ein bisschen Wasser bereitgestellt zum das Ganze ablöschen. Die Kartoffeln, wie gesagt, bald fertig. Und außerdem brauchen wir Hackfleisch, ca. 200 Gramm für 2 Personen, Senf und Tomatenmark. Man kann natürlich auch mit dem Hack ein bisschen variieren. So, ein bisschen Tomatenmark dazu. Hier von Mutti, das ist gerade im Angebot. Ein Esslöffel circa.
Bisschen Senf, halber Esslöffel. Leider ist meine Pfanne hier irgendwie Müll, die leitet die Hitze nicht richtig, deswegen geht das alles relativ lang. Die wird nicht so richtig heiß, leider. Bisschen Kohl dazu, wegen der Röstaromen. Und während das hier noch anbrät, tue ich den restlichen Kohl in die Auflaufpfanne, beziehungsweise die Auflaufschüssel natürlich. Das sieht dann so aus. Da kommt das Hack oben drauf, also das Gemisch. Das werden wir jetzt gleich ablöschen mit ein bisschen Wasser und Gemüsebrühe. Und dann köchelt das hier noch vor sich hin, während wir die Kartoffeln vorbereiten. So, und während das hier jetzt vor sich hinköchelt, werde ich mal die Kartoffeln vorbereiten bzw. schälen. So sieht es jetzt aus. Die Kartoffeln sind geschält. Jetzt wird hier die Hackfleischkohlmasse noch ein bisschen abgewürzt mit Pfeffern. Ganz wichtig. Ruhig auch mal probieren und noch ein bisschen Salz ran, falls die Gemüsebrühe nicht eh schon salzig genug ist. Bisschen Kümmel, Oregano, Thymian, Majoran. Gut vermischen. Bisschen Paprika. Und dann sollte das passen. Kartoffeln klein schneiden. Jetzt kommt das Ganze hier. So schaut's aus. Auf den Auflauf drauf, also auf das Kohlgemüse, auf das blanchierte, kommt das angebratene Kohlgemüse mitsamt dem Hack. So, dann verteilen wir das einigermaßen, so dass es hier vernünftig aussieht. Und einigermaßen eben ist und dann kommen die Kartoffeln oben drauf. Die seht ihr hier hinten. Und dann kommt der eigentliche Clou. Nämlich der Wein. Und zum Schluss hauen wir noch ordentlich Käse oben drauf und dann kommt das in den Ofen. Ich bin sehr gespannt, wie es schmecken wird.
So, inzwischen sieht er so aus. Bin gespannt, wie es schmeckt. Es dürfte jetzt bald fertig sein. So noch 2, 3 Minütchen. Ich schalte schon mal runter. Das Ganze backt übrigens bei Ober- und Unterhitze um die 180 Grad. Bisschen Kräuter für die Girls. Wir haben den Auflauf noch mal etwa 30 bis 40 Minuten im Ofen gehabt. Und das ist das Endergebnis, sozusagen Krautwickel für Faule. Da gibt es aber auch noch andere Rezepte, auch auf meinem Kanal.